Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich war diese Woche wirklich mega fleißig, auch hier in der Garage. Aber ihr könnt es noch nicht sehen. Leider darf ich euch das noch nicht zeigen. Es kommt erst am 5.12., also nicht mal an einem Samstag, sondern am 5.12., das ist ein Montag. Da kommt das Video raus, was ich gerade produziert habe. Es ist richtig toll geworden, eine tolle Aktion, aber da es eine Kooperation ist, muss ich mich danach richten. Also am 5.12. gibt es hier ein Sondervideo. Ich werde es am 5.12., das ist der Montag, um 18 Uhr veröffentlichen. Schreibt euch das mal in den Kalender, lohnt sich wirklich. Tolle Sache, tolles Projekt, tolle Geschichte, die ich da habe. Richtig schön geworden. Ja, ansonsten, ihr seht, die Wand geht immer weiter hier. Langsam habe ich meine Fliesen aufgebraucht. Bald ist es hier fertig. Und jetzt geht es erstmal sowas drin, wie ein bisschen weiter aufräumen. Ich habe zum Beispiel die Fotobooth, die ich mal gebaut habe. Ist hier mit den quasi Seekisten, die ich übereinander gestapelt habe. Da drin war eine Fotobooth verbaut. Die habe ich komplett auseinandergenommen. Hier sind die Einzelteile. Na, die Einzelteile, daraus werde ich jetzt Anfeuerholz machen, weil ich habe dafür keine Verwendung mehr. Die Fotobooth stand jetzt wirklich 2 Jahre einfach nur in der Ecke eingestaubt. Dann kann ich sie auch anders verwerten. Und ja, die Kisten im Endeffekt sind zwar schön gewesen, aber brauchen tue ich sie so nicht. Habe sie also jetzt komplett auseinandergekloppt. Jetzt werde ich sie eben als ans Anfeuerholz verwenden. Die schönen Bretter nochmal aussortieren, vielleicht noch für einen anderen Zweck. Aber ansonsten, es ist eben auch ein Zweck, den ich dafür brauchen kann. Bevor ich es einfach, keine Ahnung, wirklich nur wegschmeiße, kann ich es auch wirklich als Anfeuerholz verwenden. Naja, aber ansonsten bin ich hier gut vorangekommen, war wirklich fast jeden Abend letzte Woche hier in der Garage und bin weitergekommen. Aber ich kann euch das leider noch nicht zeigen. Es tut mir wirklich fast leid, weil es ist wirklich ein schönes Projekt geworden. Aber es ist ja nicht lange hin. Heute ist der 25. Morgen, also ihr seht das Video am 26. Ein paar Tage später, da kommt das Video raus mit dem Projekt. Mal gucken. Ich will mir überlegen, ob ich Samstag trotzdem ein kurzes Video mache, weil ich will ja jetzt ja auch wieder meine Hammer bauen. Auch da bin ich schon mit angefangen. Ihr kennt ja schon die Hammerköpfe von meinem. Ich baue ja jedes Jahr immer viele, viele Hammer und ich habe so viele Nachfragen bekommen von Kindern und Müttern, die wieder Hammer-Hü-Hammer haben möchten. Dass ich da auf jeden Fall in die Produktion wieder einsteigen will. Ich habe das schon alles vorbereitet, habe schon die ersten Köpfe fertig. Aber ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch, ich sag mal, 20, 30 Stück irgendwie produzieren kann, dass die auch dann ja, in die richtigen Hände kommen und auch wahrscheinlich viele unterm Weihnachtsbaum liegen. Also auch da kommt vielleicht dieses Jahr noch ein Video über die Holzhammer wieder oder eben auch erst im Frühjahr, im Januar meine ich. Na, aber das kommt auf jeden Fall. Ich will wirklich da einige produzieren, weil die Anfragen kommen fast täglich mittlerweile rein. Die wollen alle Hammer haben. Die sind echt cool, die Hammer. Und werden sehr beliebt. Und ich weiß nicht, ob ich noch einen habe. Na, guck mal hier. Hier ist sogar noch einer mit dem Text drauf. Hier ist dieser Hammer-Hü-Spruch drauf. Und das ist eben auch wirklich ein Novum. Das hilft den Kindern auch, diesen Text, der auf Plattdeutsch ist, zu üben und zu lernen und auch zu behalten. So ein kleiner Spiegzettel quasi, wenn sie dann mit dem Hammer unterwegs sind. Weil das die Woche nach Rosenmontag, das gerne mal dieses Jahr, nächstes Jahr Rosenmontag ist, ob es im Februar oder März ist, ist immer leicht unterschiedlich. Da ist es dann wieder so, dass die Kinder hier durch die Straßen ziehen und sich Süßigkeiten einsammeln quasi. Und da ist das schon eine coole Nummer. Und bis dahin möchte ich auf jeden Fall wieder einige Hammer produziert haben. Ja, also seid leider gespannt. Ihr müsst mal wieder eine Woche ohne cooles Video auskommen. Aber ich habe zwar eins produziert, fertig, geschnitten, hochgeladen, aber ich darf es erst am 5. veröffentlichen. Also müsst ihr euch bis da gedulden. Ja, nicht lang geschnackt. Ich mache hier mal weiter, dass die Wand auf jeden Fall bald komplett fertig ist und bereite schon mal die Hammer vor. Bis dahin, schönes Wochenende, haut rein, genießt den ersten Advent. Bis dann, euer Tobi.